war einmal ein kalter, verschneiter Weihnachtsabend. Das Haus der Stahlbaumfamilie war wunderbar dekoriert, mit glitzernden Ornamenten. Und die Lichter am Weihnachtsbaum leuchteten hell. Plötzlich klopfte es an die Tür. Clara, die jüngste Tochter der Familie, lief zur Tür und öffnete sie voller Freude. Mit den Händen voller Geschenke kam Onkel Drosselmeier herein. Als Clara ihren Lieblingsonkel mit all den Geschenken sah, freute sie sich sehr. Clara hatte nicht genug Geduld, um bis Mitternacht zu warten. Sie wollte ihr Geschenk sofort öffnen. Onkel Drosselmeier mochte Clara sehr. Also gab er ihr das Geschenk. Voller Spannung öffnete Clara das Paket. Dies war das interessanteste Geschenk, das sie je bekommen hatte. Denn ihr Onkel schenkte ihr einen lustigen Nussknacker mit einer roten Nase und einem dünnen Schnurrbart. Clara hatte noch nie ein solches Spielzeug gehabt. Aber sie mochte diesen Nussknacker sehr. Sie begann mit ihm zu spielen und tanzte mit ihm durch das Zimmer. Claras frechem Bruder Fritz jedoch gefiel sein Geschenk gar nicht und er warf es auf den Boden. Er wollte Claras Nussknacker haben. Also versuchte er, ihn ihr wegzunehmen. Gib mir den! Nein, Fritz, der gehört mir! Aber Fritz gelang es, Clara den Nussknacker wegzuschnappen und er rannte damit die Treppe hinauf. Hey Fritz, gib mir den sofort zurück! Du kannst mit deinem eigenen Spielzeug spielen! Ich mag die doofe Maus nicht. Ich will lieber den haben. Fritz, bitte gib mir meinen Nussknacker zurück! Da hast du ihn! Und was musste Clara sehen, als sie sich dem Nussknacker näherte? Der Arm war abgebrochen und lag neben ihm auf dem Boden. Clara wurde sehr traurig und begann zu weinen. Keine Sorge, Clara. Ich repariere das für dich. Es war nach Mitternacht. Die Weihnachtsfeier war vorbei und so wie alle anderen Kinder war Clara müde. Also ging sie ins Bett. Aber sie konnte nicht aufhören, an ihren Nussknacker zu denken. Ich hoffe, mein Onkel hat den Nussknacker wirklich repariert. Clara war zu neugierig, also schlich sie sich aus dem Bett. Sie ging hinab ins Wohnzimmer, wo der Nussknacker war. Und da saß er, ganz wie neu, und wartete unter dem Weihnachtsbaum auf sie. Clara war so froh. Sie umarmte den Nussknacker und schlief friedlich ein. Kurze Zeit später hörte sie ein seltsames Geräusch. Sie öffnete ihre Augen. Clara dachte, dass sie geträumt hätte, also schloss sie ihre Augen wieder. Und sie fiel in einen tiefen Schlaf und begann zu träumen. Sie hörte wieder das seltsame Geräusch. Es klang wie Mäuse, die an etwas knabberten. Clara öffnete wieder die Augen. Die Möbel in ihrem Haus schienen plötzlich viel größer zu sein. Der Weihnachtsbaum, unter dem sie geschlafen hatte, war gigantisch. Clara war auf einmal hellwach. Und in diesem Moment wurde ihr klar, dass nichts um sie herum größer war, sondern dass sie geschrumpft war. Plötzlich sah sie, dass der Mäusekönig und seine Armee auf sie zukamen. Sie hatte große Angst und wollte davonlaufen. Aber die Mäuse hatten sie umzingelt. Sie standen um sie herum und kamen langsam auf sie zu. In diesem Moment wurde auch der Nussknacker lebendig. Worauf wartest du denn, Clara? Lass uns auf den Baum klettern und flüchten. Clara und der Nussknacker kletterten am Weihnachtsbaum hinauf und retteten sich von da aus ins erste Stockwerk. Wo sollen wir denn hin? Dies ist dein Haus. Verstecke dich irgendwo, wo die Mäuse dich nicht finden können. Ich rufe Hilfe. Clara lief los und der Nussknacker verschwand.
Die Mäuse waren nun im ganzen Haus verteilt und suchten nach Clara. Der Nussknacker war zu einem Spielzeugladen gelaufen. Im Schaufenster sah er eine ganze Armee von Zinnsoldaten stehen. Er nahm einen Stein und zerbrach das Schaufensterglas. Hey Jungs, was steht ihr denn da so rum? Meine Freundin Clara ist in Schwierigkeiten. Der Mäusekönig und seine Armee sind hinter ihr her. Plötzlich wurden alle Zinnsoldaten lebendig. Sie sprangen aus dem Schaufenster heraus und folgten dem Nussknacker. Als sie am Haus ankamen, sah es dort aus wie auf einem Schlachtfeld. Die Mäuse hatten das Wohnzimmer vollends auseinandergenommen. Der Nussknacker und die Zinnsoldaten zogen ihre Schwerter und begannen gegen den Mäusekönig und seine Armee zu kämpfen. Aber es waren mehr Mäuse als Soldaten und viele Soldaten wurden verwundet. Auch der Nussknacker hatte Schwierigkeiten, dem Mäusekönig standzuhalten. Clara kam aus ihrem Versteck. Sie wusste, dass sie helfen musste. Aber sie wusste nicht, was sie tun sollte, weil sie so winzig war. Der Mäusekönig kam dem Nussknacker mit seinem Schwert immer näher. Um ihn abzulenken, warf Clara ihren Schuh nach dem Mäusekönig. Nimm das, du hässliche Maus! Der Schuh traf den Mäusekönig am Kopf und er fiel bewusstlos zu Boden. Als die anderen Mäuse dies sahen, ergaben sie sich und gaben den Kampf auf. Sie trugen ihren König aus dem Wohnzimmer und machten sich davon. Clara lief zum Nussknacker. Er lag bewusstlos am Boden. Sie kniete sich neben ihn und begann zu weinen. Nussknacker, wach auf! Plötzlich erschien eine Fee hinter Clara. Sie war ganz in Blau gekleidet, hatte Flügel und ihr Zauberstab war ein Dauerlutscher. Die Fee konnte es nicht ertragen, Clara so traurig zu sehen. Also schwang sie ihren Zauberstab. Und plötzlich verwandelte der Nussknacker sich in einen schönen Prinzen. Überrascht und glücklich sah Clara den Prinzen an. Der Prinz reichte Clara seine Hand und sie begannen zu tanzen. Es war ein zauberhafter Tanz, denn Clara bemerkte, dass sie auf einmal in der Luft schwebten. Und plötzlich waren sie wieder von Feen umgeben. Gemeinsam mit den Feen schwebten sie immer weiter in die Höhe. Und sie fanden sich im Süßigkeitenland wieder. Die Bäume waren aus Zuckerstangen, die Blumen aus Weingummi. Esspapierschmetterlinge und goldene Karamelläpfel umgaben sie. Clara traute ihren Augen nicht. Sie erzählte der Fee alles, was ihr zugestoßen war. Ich weiß, was dir alles passiert ist. Keine Sorge, Clara. Bei uns bist du in Sicherheit. Dann begann Musik in der Luft zu spielen und die Feen begannen zu tanzen. Der Nussknacker und Clara begannen mit den Feen zu tanzen. Inmitten der bunten Bäume, Dauerlutscher und Bonbons. Auf einmal bemerkten Clara und der Nussknackerprinz, dass sie auf einer Bühne waren. Die Musik endete und Clara erblickte das Publikum vor der Bühne. Sie alle applaudierten ihr. Clara verbeugte sich. Voller Glück schloss sie ihre Augen. Clara? Clara! Die Stimme ihrer Mutter unterbrach ihre Gedanken. Sie rieb sich die Augen und sah sich um. Sie sah den Nussknacker in ihrem Schoß liegen. Ihre Mutter sah sie voller Überraschung an. Sie wusste nicht, dass Clara genauso überrascht war wie sie.
Schatz, hast du die ganze Nacht hier geschlafen? Mama, ich... es schien alles so echt. Mit dem glücklichen Gefühl aus ihrem Traum im Bauch schloss Clara wieder die Augen.